Deutet. Und was von 64? Ja, wenn du das meinst, dann war das Final. Ja, das aber. Das war bevor Final rausgegangen ist. Ja, und dann war es eh vorbei. Ja, ja. Mittlerweile sind eigentlich alle wieder da hier im Teil-Dings. Ja, aber wir haben ja bisher seitdem nichts mehr davon gehört. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir das auch wieder machen würden, weil es ist zu viert im, glaube ich, nicht so gut möglich. Weil bei manchen funktioniert es eben nicht so flüssig. Zu dritt geht's noch, aber. Ja, zu dritt geht's nicht. Noch. Zu viert? Kritisch. Wolf hatte Bambusleitung. Genau, ich. Ich habe Double Internet. Ich habe sogar Internet, wenn bei mir anzeigt, dass er keins hat. Kommt jetzt nicht wieder deine komische Reconnect-Scheiße vor? Nö. Warum? War das nicht immer halb eins? Na, war ja, aber. Es hat seitdem aufgehört. Willst du die Axt noch so stark lassen, oder? Nein. Die Axt habe ich doch gar nicht angepackt. Naja, die ist immer noch auf Mittel, deswegen frage ich ja. Ja, auf Mittel? Oh. Ach, wo geh ich denn? Den können wir auch rausnehmen. Scheiß Dingen. Ja. Oh Gott. Forst, wenn du jetzt aber gleich rausfliegst in 5 Minuten, weil dann trete ich dir in den Arsch. Dann ist das in dem Fall nicht meine Schuld. Nein, das ist ja nicht dein Reconnect. Dürfte eigentlich kein Reconnect mehr kommen, weil ich habe das die letzten Male auch nicht gehabt. Und ich habe mehrfach mit euch ja gecallt. Okay. Was? Mit uns eingecallt? Ja. Mehrfach mit uns eingecallt. Nicht? Leute, wir haben 4 Stunden Zeit, bevor mein Reconnect kommt, also los. Ja, 4 Stunden Wurmsrunde. Nimmt wer auf oder einfach los? Nee, ja, Schmacki müsste aufnehmen, der hat doch jetzt fertig rennen, oder nicht? Okay, 3, 2, 1. Bist du schon auf? Ja. Wow. Ach du Scheiße. Ich sehe Würmer. Warum stehen wir jetzt alle schon? Keine Ahnung, das frage ich mich gerade auch. Wahrscheinlich, weil wir so viele Spieler sind. Dürfte eigentlich nicht sein, weil ab 5 oder 6 Leuten ist es eigentlich so, dass gesetzt wird. Ach, weißt du was, ist mir jetzt gerade scheißegal, da geht's halt schneller. Ja, sehe ich auch so. Scheiß drauf. Finde ich gut so. Und dann sind sie auch mal vernünftig verteilt. Also ich und Wolf gegen zweimal Osoma gegen Force und Schmack. Ich mag es. Verirrter Wolf. Hm? Fette. Ich bin ein verirrter blinder Wolf. Fette. Fette. Nein, nicht auf Fette! Fette! Ernst, Teddy, wenn du mal nach Österreich kommst, du sagst die ganze Zeit Fette, dann fahr ich nach Wien und kaufe ein Megafon und geh durch die Innenstadt Fette! Fette! Dann weiß ich dran nicht. Ernst, die Leute werden dich dann für den Verrückten halten. Ja. Ich weiß übrigens jetzt, was, wie ich Bulde den Wolf nenne. Den nenne ich Rätselwulf. Den Rittler. Enigma-Wulf. Enigma-Wulf ist das denn? Der Rätselwulf. Au! Und das wird voll weggefetzt. Enigma-Wulf müsst ihr ihn nennen. Weil ah ja, komm, 10 Punkte da. Enigma heißt ja glaube ich Rätsel, oder? Du kleiner Köttelau-Mensch. Arsch. Riddle, Enigma. Bulletin. Terra Enigma. Ja. Was meinst du, was das heißt zusammengesetzt? Terra und Enigma. Ja, was ist Terra? Erde, also. Und Enigma ist Rätsel. Ich hab gedacht, Terra hat irgendwie was mit dem Dreieck zu tun. Ja. Die Welt ist ein Dreieck. Genau. Weil der Wolf ist so orientierungslos wegen dem Bermuda-Dreieck. Weil der Kompass immer in alle Richtungen ausschlägt. Der dreht sich mal. Ach, aber dieses Football-Gedöns, ich hätte lieber Wald gehabt. Warum habe ich das nicht eingestellt? Das freue ich mich auch. Ja, der gerade nicht mehr ist den Wald. Spanier ist Football im Arsch.
Aber wir sind ja einigermaßen gut aufgeteilt, wo? Das geht ja. Ja, ja, wir sind wirklich gut aufgeteilt. Das finde ich. Deswegen sage ich jetzt gut. Aber ich habe gar nichts anderes eingestellt als sonst. Vielleicht weil wir nur drei Teams. Vielleicht wertet er das nicht als Anzahl Spieler, aber, sondern als Teams. Das ist aber komisch irgendwie. Wir hatten aber gerade eben auch die Dinger gesetzt und waren auch drei Teams. Stimmt. Ja, keine Ahnung. Du müsstest dir doch irgendein Nachtmahl für mich einfallen lassen. Weil der Wolf steht ab morgens so auf, isst erstmal eine Schüssel Kellogg's Wolfies, dann tagsüber gibt es so eine Packung Onkel Wolfsreis. Und dann säuft er ab. Nein, aber irgendein Nachtmahl bräuchte ich noch. Nachnamen? Nachtmahl. Nachtmahl? Ja. Du bist ein Nachtmahl höchstens, aber nicht ein Nachtmahl. Wo ist der Nachtalb, ey? Nachtalf. Nachtalf! Ich bin gelb. Warum bin ich gelb? Das hat mich total verwirrt jetzt. Weil du mit mir in einem Team bist, du Banause, ey. Ja, da muss ich gleich Klöpfe da droppen. Junge. Loren oder Wolf, ey. Oh. Denk dran, aufpassen auf die anderen Gelben auch, wa? Das hat's gebracht. Ich muss mal merken, alles was Pisse ist, da darf ich nicht drauf schlatschen. Gut, Pisse. Lol. Wenn ich jemals eine Zeit mache, dann ist es... Der Wiki-Wulle. Sie lache. Ich hab da ist er noch drauf. Pausen Wolf. WTF, ey. Ja, das ist ins Pausenmenü gehen und dann erstmal schön mit Wurstbrötchen essen, Pause machen. Und sich dann wundern, warum der Part so schnell rendert. Wolfreis. Sei froh, dass ich in der Novel keine Pause mache, sonst würde er es noch schneller ändern. Ja, ist doch Pause-Bildschirm, machst du doch eh gar nicht. Also, du musst dir alle meine Namen machen. Ach, nur die Wölfe. Egal. Jetzt kommen sie nicht rauf. Ja, bleibst du gerade liegen? Hast du das auch erst jetzt bemerkt? Ach, er schon. Ja, in dem Loch hier, ey, weißt du? Ich komm nicht drauf klar gerade. Verirrter Wolf. Schild übersehe ist, glaube ich, nur wegen Technomage geboren worden, oder? Junge. Eddie und... Schulders. Sie fahren nur über die Pizza. Gut gepackter Geschmack. Eine gut programmierte Pizza mit gutem Fett. Und so, weil du hattest, du musst es auch sagen, wenn er dran ist. Fette. 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 Ja. Sitzt der Wolf da voll gedröhnt in seinem Stuhl, Fette. Egal, was ihr genommen habt. Ich kann nichts davon abhaben. Oh, das hat Aua gemacht, glaube ich jetzt. Ich glaube auch. Autsch. Dann haben die Spirals das seltsame Stimmen. Ach, der schlimmste wieder von allen, ey. Am besten ist nicht der Anne da. Aber jetzt der Anne durchnimmt? Ja klar, weil sie rot ist. Warum Professor? Das verstehe ich nicht. Jo! Sag mal! Warum Professor? Kann mir das einer erklären? Ach, das ist irgendwie aus Spyro, keine Ahnung. Das war, das den muss er noch erreichen. Das war doch mal eine schöne Pferdzung eben. Pferdzung. Oh Gott. Außerdem, Hedy, du brauchst das sowieso. Ich hab dir gesagt, du kriegst noch aufs Maul. Der kommt erst in Spyro 2. Du dumme Schar. Renn nach links. Wolfgang! Warum machst du das auch da? Und jetzt stirbt er noch dabei. Das wäre Lack gehabt, ey. Ich wollte, dass du schaffst, da klingst du denn.
Ja, aber da benutzt man doch nicht das Schaf, ey. Ich hätte auch das Dynamit drucken können, aber dann wäre die Grube nicht so groß gewesen. Hauptsache die Grube ist groß. Hauptsache der Wolle fällt da gleich rein. Come on then. Ich nehme dich mit mir. Nein, nur Xerox-Wechsel. Das stinkt. Ja, still hat der letzten Part gar nicht genommen, wo? Stimmt. Seine Stinker. Eigentlich müssten wir das Stinktier umbenennen. Den Xerox. Sag mal. Was habt ihr alle gegen ihr Nussknacker? Nussknacker. I'm gonna get you. Yes, sir. Lol, da hab ich den. Achso, die Taste war verklebt. Verklebt? Verklebt. Da sieht man's mal wieder. Da bin ich. Der Nussknacker ist drin. Ich will nicht wissen, was du gemacht hast, dass die Taste verklebt war. Ja, ist doch gut, dass der Nussknacker dran ist. What's this? Und tschüss. Ja. Gut, auf Wiedersehen. Und den Jäger hat er noch einmal. Yes, sir. Nochmal Kellogg's Nüsse, warum sind die zweimal? Weil die so lecker sind. Eine Doppelpackung. Ja, 500 Gramm. So. Eine Portion Dressing. Moment, 500 Gramm heiße Luft. Oh! Oh. Eine Portion 30 Gramm enthält nichts. Hm? Das heiße Luft ist für was gut. Keine gute Idee. In der Sauna herrscht auch eine heiße Luft. Und die ist gesund. Ja, stell dir mal Xerox 14 in so einer heißen Sauna noch vor. Das ist doch geil. Ich sag Sauna, nicht Gaskammer. Gaskammer. Vielleicht. Stell dir mal vor, wenn die Juden da. Ich fange sie ja dann gleich Feuer und. Die Juden hätten gebettelt, dass sie in eine Gaskammer kommen, nicht zu Xerox im Zimmer. Junge! Oh, oh, oh. Pause. Jetzt hat er sich wahrscheinlich da oben selbst mich gesprengt. Das ist zur Pause. Das habe ich gut abgepasst. Hol dir die Kiste! Hol dir die Kiste! Natürlich! Nasir! Naturement! Wow! Wie benutzt man das eigentlich? Keine Ahnung. Könntest du mal aufhören, an meinen Kopf rumzureiben? Nein! Wieso? Bist du ein Köttböller oder was? Das ist mein Wurm! Gleich nicht mehr. Da muss er direkt wegspringen. Nein, ich hab doch nichts, womit ich dir schaden könnte. Nö! Gibt's ja auch gar nichts, was wir haben! Da hast du schöne Mütze. Ja, so eine Franzosenmütze. Oh, schöne Mütze. Aber die will ich dir doch gerne eher drehen. Autsch. I'll give you a damn good thrashing. Yes, sir. Oh shit. Oh, Kacke. Die random Mine da, ey. Da hat sie doch was gebracht. Yes, das war Juhu. Ja, ich kann nicht vergessen, verdammt. Gott, ich geb so, das war wirklich lecker eben. Hat mich zwar auch an Schaden gekostet, aber egal. Stell dir das mal vor. Spiele mit Geschmacksorientierung. Was? Du hast ja wahrscheinlich noch nicht mal Geschmacksorientierung. Weil es Orientierung mit drin ist. Fette. Da freut er sich auch noch. Ja, ist gut, Fette. Alles wird gut. Das klingt irgendwie wie so ein bekiffter Geist. Wie so ein Schaf, ey. Egal, ich probier einfach. Ich glaub eh nicht, dass das einen von uns trifft. Wenn ich dich mal besuche, kaufe ich dir einen Kübel geschmolzenes Fett. Dann kannst du dich genug einfetten. Das ist so scheißegal. Boing, ja genau. Das war lecker. Next time you're mine. Der vierte Wolf hat sich immer Minenfeld verjährt. Oh, die Brücke steht noch. Was ist das denn? Nach 11 Minuten. Da muss erstmal gleich eine Brücke gesprengt werden hier.
Lol. Wenn eine Knüppelforst dran ist. Hallo? Nicht der Weekly. Warum kannst du jetzt ein Schild überlassen? Hallo, ich will hier, jeder soll einen Hut kriegen. Will er nicht teilen. Oh, 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 oh. Traitor. Keine gute Idee. Was kann ich denn mit dem, bin ich dran? Ja, das wollte sich doch rächen. Ja, aber das ist leider der falsche Wurm. Ja, sind wir nicht bei Wünsch dir was? Na gut, mach dir eben halt das Beste daraus. Brrr, selbst gesprengt. Ja, er hat das Beste daraus gemacht. Mir ist nicht das Beste, das weiß ich. Ja, für uns das Beste, meint er. Ja. Genau. Oh, ja, hast du einen Hut. Er denkt immer an die anderen. Er überweist immer jetzt diese Doppelgüte hier. Er überweist uns auch freiwillig seine Abonnenten. Immer gehen sie alle auf die Pizza. Alter, wie das klingt. Das ist schon an den Kopf schon wieder irgendwo zu tief reingesteckt. Es klingt immer so, als hätte man dem Wurm irgendwas in den Arsch geblasen und deswegen hat er immer so eine hohe Stimme. Jetzt wird's lustig. Oha. Ach nein, Wolf. Ey! Mach die nicht fürs Scheiße, weil... Denk dran, du benutzt dich für uns beide. Ah, na gut, dann da hast du eben. Ja, die Geil. Jetzt zeig mal, wo die hingeflogen wäre. Dann gibt's wahrscheinlich einen Satz heiße Ohren. Ja, guck mal. Lol. Wäre trotzdem nicht schlecht gewesen. Bestimmt den Nussknacker weggesprengt. Ja, da muss einen sicheren machen, ey. Lass die mal noch ein bisschen, die Heilige. Ob Sarah auf Pizza steht? Wo ist die überhaupt schon wieder? Ja, warte mal. Da wo gerade auf einem Level Pizza herkam. Ja, die würde ich wegspringen, auch wenn es zu meinem Team ist. Come on, man. Kann sein, dass du keine Mädchen hast. Nur die Sarah. Was hast du denn? Guck mal, Heidi, alle wird jetzt hier verstunken. Ja. Ja, er hat ja da das obere rechte Eck. Er hat immer irgendwas oben. Es ist doch offensichtlich. Er hat immer was oben. Ja, das auch. Der fliegt da gleich runter. Jetzt. Überlegen wir mal, ich bin Team Feuerfrau. Ja, jetzt haut er den Flammenwerfer. Los. Oh, Alter. Der übertreibt's, oh. Der. Oh. Nicht übel, Spacki, nicht übel. Ja, ich glaube, eine Granate wäre besser gewesen. Aber jetzt bin ich dran, der Alias hier. Der haut noch... Ich benutze das mal. Der Alias voran. Das geht nicht weiter! Oh. Geil. Und da sieht ich dachte schon, ey, aber wie geil. Klappt das erstmal nicht. So viel zu Design. Aber es sei nicht lang genug. Ja, erstmal in die Wand reinbohren, war ja klar. Ah, stimmt, ich habe ja keine Ränder. Doch. Oh, nee, an der Seite sind keine Ränder. Ich dachte schon, so viel weg, ey. Ey, wie hast du das eingestellt, dass nur oben ein Rand ist? Ja, ich habe einfach eine vorgefertigte genommen. Achso. So, jetzt habe ich wenigstens einmal so ein bisschen safe. Jetzt zerstöre ich euch. Vielleicht deinen Körper jetzt gerade fertig machen könnte. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir sind. Ach da. Ich glaube, er will sie erstmal rächen. Wo wir sind? Wir sind am Arsch. Das hat zwei... Ja? Gute Vorsehe. Die zwei Förster. Jetzt hat Rock the Force nicht mehr so gute Karten im letzten Match. Nee. Ja, wer weiß. Guck mal, die ganzen Roten da oben, wir haben alle noch voll Energie, ey. Ja, das ist echt schlimm. Oh, das bietet sich so wunderbar an.
Ja, das habe ich mir auch gerade so gedacht, Spacki. Warum ist denn meine Wärme eigentlich alle unten? Da, wo der Skill ist, unten. Oha. Tschüssikowski. Deswegen auch die ganzen Novels und den schnellen Skill zu kriegen. Zwei Stück. Oha. Ich bringe mich selber. Oh. Das macht er jetzt nicht. Das klappt doch nie und nimmer. Ja, ich glaube nicht, dass sie runtersegeln dadurch. Ja. Aber zwei Schuss, zwei gute. Wo ist denn der Fuzzi schon wieder? Das hat gut getan. Halt. Meine klassische Zeit. Natürlich komme ich da rechts nicht rüber. Ich muss aber auch ehrlich gestehen, das war auch ein bisschen riskant, was ich da gemacht habe eben. Natürlich war es riskant. No risk, no force. Wenn sie runtergerutscht, hätten sie sich mitgenommen. Ja. Aber das ist der Förster Lifestyle. Weil in dem Fall hatte ich jetzt? In dem Fall hatte ich aber auch ein bisschen Glück. Was machst du? Ich will Schiedler da oben wegballern. Oh! Ach oh Gott, ey! Das schaffst du nie und nimmer. Mach, ich will lachen. Du musst eh höher zielen. Mach Wolf, mach. Ja, hallo? Muss auch einen Knopf drücken da. Hätte ein bisschen mehr Schmalz dahinter stecken müssen. Bisschen, eine ganze Leiste hätte noch voll sein müssen, ey. Erster Schuss ist immer so ein bisschen Test. Ja, Wolf hat einen schwachen Finger. Ja, ich hab noch nicht so oft gefingert. Das ist logisch, dass da keine Muskeln aufgebaut werden. Lol. Ich hab nicht so viel Praxis mit Lissan. Was? Willst du mich verarschen? Jetzt lass den Nussknacker hier. Jetzt will ich... Jetzt reicht's mir mit Osoma. Ja! Schmacki. Jetzt kommt der Finger. Hau den blauen von den mit dem Gewehr runter. Ich glaube, das könnte sogar sich ausgehen, dass er Headydeck fährt. Verstehst du, was ich meine? Ja. Ja. Könnte sich, ja. Nein! Scheiße. Den richtigen hin. Schmacki. Oh, dieser Lacker, ey. Lacker sagt er jetzt. Mal Lacker hier. What the? WTF? Hättest du einfach nur Schmacki abknallen müssen, da wäre der Hund. Was ist denn jetzt passiert? Und dann genau beide gestorben. Genau das habe ich nämlich eben auch gemeint. Was ist für Schwede hier wieder? Dann hätte das definitiv einen doppelten Tod gegeben. Ein Toad. Das war der Glitch. Ein Devil Toad. Toad. Der Toad sitzt so vor sich hin, der Toad. What's this? Und tschüss. Oh! Was? Oh! Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Oh, der Handy will's wissen. Ja, die rechte Ecke? Ja, bitte. Weil wolltest du mich da abknallen? Sollten wir sich gleich mal eine Ruhe jetzt verlieren. Ja, ich hoffe nicht ins Wasser. Ach nee, das bist du ja gar nicht. Ja, dann ja. Als ob ich meinen eigenen Wurm in eine Ruhe nehmen würde. Ja, ich jetzt sicher. Warum denn nicht? Der Forlorn Wolf hier. Die Lebenspunkte sinken. Ach, ich bin dran. Du Bumsbirne. Das Schöne, man darf dich offiziell beleidigen und du kannst nicht mal was dagegen unternehmen, weil es der Name ist. Ja, du Bumsbirne. Ah, ich glaube, ich rieche schon, was da jetzt kommt. Und es stinkt. Ach, schade. Okay. Was macht der Bub hier wieder? Der Bub. Stopp. Der Bub. Strubbelpeter. Strubbelpeter. Spring die Prinzessin weg. Ja, die steht auf deiner Seite. Ja, die nicht. Die nicht, sagt man. Die nicht.
Die kann weg. Prinzessin! Oh, jetzt kommt bald das nächste Loch. Jetzt wird es dangerous, ja. Also das war doch ein schönes Leckerchen. Der steht da wieder an der Kante, da, ey. Ja, mach mal was mit den beiden oder mit den über dir, das wäre am besten. Dass du da mal so ein bisschen reinholst, ey. Jawohl, eigentlich könnte Weekly Force da auch recht links durchbohren. Wo ist denn jetzt Weekly schon wieder? Ja, da in Peter Pan. Wo ist der? Ach da! So ja. Ja, ich muss da erstmal durch, du kannst sie jetzt schon treffen. Geil. Jo, lol, da trifft er einmal was, ey. Niedlich. Putzig. Oh, niedlich. Das war eigentlich nicht geplant. Yes, sir. Gerade dann, wenn ich es nicht will, beweise ich Skill. Jetzt kommt der Gute. Oh, Scheiß. Los. Goodies. Ich glaube jetzt auf die Prinzessin ab. Lass die Prinzessin in Ruhe, du Verächter. Nein! Oh shit! Prinzessin im Warm! Und Osoma, jetzt durch eine Stellungnahme. Die Prinzessin lebt als einzige. Warum ausgerechnet die? Alter. Fehlt jetzt nicht in Ordnung. Musst du weiß ich was gut. Ich werde erstmal die rothaarige Anne davon da oben runterholen. Nee. Nimm das Gewehr, knall die beiden da erstmal runter. Knall die beiden da erstmal runter. Geht sich nur aus. Nein, Schmacki. Ich dachte, du bist noch der 1992er. Was? Ja gut, das geht schon. Oh ja. Da kann man uns die beiden rechnen. Ich glaube nicht, dass er andere mit Einschuss runterbekommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die kann das schon. Oh, so ein Lacker, da. Ich glaube, ich muss mal ordentlich einen Kettenballer da unten nach unten drücken. Der fliegt das nächste Mal runter. Knüppelfors! Jetzt wird hier Knüppel. Nimm den Baseballschläger und hau wohl Fenia eine rein, damit sie den Schildübersee niederrast. Damit er nie wieder ein Schild übersehen kann. Come on! Das mach doch, dann bleiben die beiden vielleicht mit gut Glück nach links runter. Na. Ja, ich will ja alleine sein. Oh, tschüss. Oh, jetzt alle blub 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 blub. Oh. Jetzt die Little Princess. Oh, scheiße. Jetzt baut er sich da bestimmt was hin, ey. Wenn jetzt die Little Princess raufkommt und die alle tötet, dann wirst du sie lieben. Dann hat doch so mal Glück gehabt, ey. Das ist der Nüppel da jetzt, ey. Das hätte sonst anders ausgesehen. Ja, wenn du Force einmal knüppelt, ey. Dann ist vorbei. Oh oh. Jetzt flüchtet er gleich nach oben. Los. Er hat es tatsächlich noch geschafft, da hochzukommen. Ey, alles aber nur nicht den Feinripp. Ich will Knüppel Force. Und ich frage, oh, das. Unheilige Granate. Unheilige war die. Very good idea. Da oben, ey, weißt du, die rote Basis. Stört mich so ein bisschen. Schieß mal die Kiste da weg. Und dann gehe ich lieber ein Stück zurück. Das ist mir dann doch ein bisschen zu heftig, wenn ich da jetzt so einen großen Schritt. Ein First ist schon Schritt. Dann kriegen die nicht.
Der wird gleich weggesprengt. Und sagt die Heilige nicht Fette, sondern nicht Halleluja, sondern Fette. 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 Bumm. Ja. Warum hat Fette bloß so ein Wort erfunden? Gar nicht wahr. Von wegen Hedy, du hast es erfunden. Du sagst es in jedem Part. Ja, aber ihr versteht was anderes drunter. Fickt euch, fährt euch. Ich hab niemals gesagt, dass die Leute sich ficken sollen. Schade. Schade, schade, Schokolade. Soll ich die da unten wegwärmen? Ja, deine Prinzessin so und so geht aber kaputt. Dann hast du wenigstens was. Oder geh runter und drop eine Mine, da fliegen die mal vielleicht da rein, ohne die zu treffen. Ich hätte ja gedacht, eine Granate, weil die da runter wollen. Ja, die fliegt sowieso wieder nach Fusemuckel, ey. Ja, komm, mach. Mal sehen, wie schneller stirbt. Okay. Dann habe ich nichts gedacht. Richtig. Das gibt es doch nicht, ey. Yes, sir. Sag mal, ganz ehrlich, Oso, wie kannst du nur so ein perfektes Glück haben, ey? Junge, verwendest du böse Wörter hier. Alles Glücksphase. Ganz ehrlich, so viel Glück, das gibt's gar nicht. Du musst das Video auf 18 stellen. Wegen dem Vorab. Na, baut er sich... Er baut. War klar. Ja, das wenn ich das nächste Mal eine Granate schmeiße, dass die runter wollt zur kleinen Prinzessin. Mit dir auch mal was Hartes in der Hand hält. Oh. Jetzt muss Oma jetzt. Es ist spät jetzt genug. Jetzt ist vorbei. Oh. Er droppt der Peter noch. Das war ein bisschen zu wenig Teil. Da hat er den Peter Part abgeseilt. Der Peter Pan abgeseilt. Hat der Peter Pan fliegen gelernt. Jetzt fliegt er alle auch gleich runter. Um mal ein richtiges Wort. Keine gute Idee, Schmacki, keine gute Idee. Doch. Glück. Ich hätte gelacht, wenn der Förster da jetzt weggeflogen wäre. Dann hätte er von mir aber eine geknallt gekriegt, definitiv. Jetzt gib bitte Nachrichten hier. Der Weekly Fox. Der Weekly Ferze. Kannst du ein Schild übersehen, nicht auch darunter klatschen? Wen? Ein Schild übersehen, ja. Hey there, buddy. Der steht rechts von dir. Ich weiß. Nur mir gefällt das nicht, dass hier so viele auf einem Haufen sind. Ja, vor allem eine in uns rein. Einmal was Böses und unser halbes Team ist weg. Sogar noch mehr. Verlieren wir immer 6 Würmer. Huch. Hast du blau da unten einen Stern? Nix da. Pass mal ein bisschen hier weg. Uns trennen. Geht's ja. Der Weekly Force schießt durch die Decke. Mit seiner Abo-Zahl. What the Force? What the Pferd, ey. Der da oben, weißt du. Jetzt ausgerechnet mit dem bin ich auch noch dran. Och ja, wie schlimm. Ja, das ist die geilste Position überhaupt. Einfach eine random Granate und alles ist tot. Kannst du ja da runterspringen. Das ist eine gute Idee, Hedy. Hello. Oh Gott. Oh Gott. Fürstische Randomness hier. Das könnte jetzt vielleicht mich sogar auch ein Leben kosten, ich weiß es nicht, ich werde es gleich sehen. Was auch. Ich würde es toll finden, wenn es nach rechts kommt. Random. Boah. Okay. That's just not cricket. Das war eine gute Runde.
Das war, das war nice. Oh, 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 schnell weg mit der Prinzessin. Ja, sieh zu da, ey. Hast du da... Ich hab ehrlich gesagt gerade gedacht, dass mein Wurm aufs Maul kriegt. Hoch, liebe Prinzess! Ja, du bist so dumm. Ah. Ist auch ja, geht nicht, auch. Ich mach was anderes. Olle Fotze, warte. Junge, weißt du, wir sagen, ich benutze Schimpfwörter, aber du sagst Olle Fotze. Das ist meine Prinzessin, ich darf sie nennen, wie ich will. Trotzdem. So. Schimpfwort ist Schimpfwort, da geht sich das eine oder nicht aus, ey. Ja. Forst kennt sich damit aus. Ja, toll. Und Spark steht schon wieder bei Blau. Scheißdreck. Bitte? Ravioli. Yes, sir. Ich glaube, der hat sich schon eingepennt, oder? Ja, der wollte sich doch muten und aufs Bett hauen. Oh. Yep. Das hat er der Serax gesagt. Er hat sich mit seinen Dämpfen eingeschläfert. Ich finde ihn nur wenig. Lauf dich! Roll! Das war interessant. Wie hast du denn das gemacht eben? War natürlich alles geplant. Ja. Weil er gerade nicht runtergefallen ist. Das war tot mit Stil. Das war wirklich ein interessanter Schuss gerade. Ich glaube, ich müsste eine eigene Playlist machen aus Hades Worm Skills. Wieso? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ach nein, was war das gerade? Das war nicht genau, das war mein Ende des Worm Skills, mein Ernst. Ja, ja. Genau, Hades hat zwei andere Skills gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe relaxed. Nee. Scam. Oh. Nachrichten. Jetzt kommen die News. Der Weekly News. Der Weekly Förser. Ich glaube, ich weiß schon, was du vorhast. Ja, genau. Wenn das soweit geht. Start. Scheiße. Ah, okay. Jetzt bin ich in der Höhle des Löwen hier. Miau. Egal, Hauptsache nach unten weg, ey. Yes, sir. Wir haben ja noch Balken, wenn du welche brauchst, dann benutzt ihr. Nein, Fehler will Leute daten. Come on, komm schon, date Peter Pan, du wirst schon sehen, was du davon hast. Prinzessin Zara kann ja auch nichts anhaben, weil Steve Lust da auch, weil er kann, Head abkriegt. No! Das ist echt schon extrem. What? Lady Princess! Was hat das denn gemacht? Ach, warum krieg ich immer die? Die auf so guten hohen Positionen stehen, Mist, verdammt nochmal. Ich hab gerade das eigentliche. Das echt das schlimm, ne? Ja, das ist echt schlimm. Da steht total safe, ach scheiße. Verdammt, kann ich mich gar nicht... Scheiße, ich steh safe, ich kann nicht sterben, verdammt. Kann ich überhaupt nicht ins Wasser fliegen, Mist. Kein gratis Bad. Ich wollte schon sagen, weil mal Adam. Wollte ich auch erfahren. Den Jäger wegsprengen, was dachtest du denn? Random Granate versuche ich jetzt einfach mal. Ja, das ist die beste. Ja, ja, komm, mach. Komm, der Jäger will weg. Der leckt nach Wasser. Puh. Ja, puh. Lieber ins Wasser, als dass ich den Jäger wegfährt, ey. Heidi will Action auf der Alm. Hoffentlich hat man das nicht gehört. Mein Wecker ging gerade an. Mit dem Prinzessin Sarah Intro. Nein. Hast du das Prinzessin Sarah Intro dauert, glaube ich, 10 Sekunden oder so. Das bringt mir gar nichts. Prinzessin Sarah, die Show, yeah! Was? Das war das Intro.
Yoga! Krackerwurm da, was willst du da? Ob... Der kranke Wurm schlecht sich jetzt da weg. Du sollst dich dich sprengen. Du bist der Wolf. So. Ja. Hat jetzt die Schnauze, Wimpchen. Den hat der Hauptforce gehört mir. Moment, eigentlich ist es eh egal, wenn der Wurm Schaden bekommt. Also. Ich hätte gehofft, ich kann beide runterschubsen, aber egal. Der Hauptforce gehört mir. Hauptsache Bentley ist weg. Yes, sir. Ist Bentley nicht eine Automarke, das ist auf Tausch? Ja. Oh, oh nee. Oh. Der Fuzzi, tschüss. Hauptsache PME steht noch. Ja, Hauptsache. Der hat den Wolfsreis gut verbaut. Verstopfung gekriegt. Ja. Nein. Zu Zeus im Heim, jedenfalls mit dem Baseballschläger. Das ist ja lustig. Da Alter, eigentlich Fans... noch recht ausgeglichen, ey. Da werden die Fans jubeln. Nein, nicht. Lass mich in Ruhe. Mit Kiste noch, weißt du? Ach, ich hab's gesagt. Das war so eine Förster-Aktion. Wir sind da noch runtergeschwärzt, ey. Hä, wo bin ich? Ach, da. Links. Mach den Jäger platt. Oder mit dem Bogen oder irgend sowas. Papa's got a brand new bag. Mach doch den Jäger platt. Geht das? Ja, toll! Ich hab gesagt, nimm den Bogen. Warum hörst du mir nicht zu? What the fuck? Warum kommentiert auch so nix? Entweder hat sich gemutet oder hat einfach keine Lust mehr. Oder er schlafwandelt, genau. Wieso? Jetzt hat er doch seine Runde mit nicht so starken Waffen und so. Fette. Fette. Ja! Ja, ich sage nichts, weil ich nebenbei beim Essen bin. Achso, Mahlzeit. Very good idea. Haben wir auch. Oh nein. Was ist denn nur so ein Mitternachtssnack oder so ein Monster-Buffet? Monster. Kriegen wir die jetzt raus? Kamikaze würde ich machen. Ja, als ob, Hedy. Ich bin doch nicht bescheuert. Well? Vielleicht eine Mine, ja, eine Mine oder so. Ja, Heidi fliegt auf jeden Fall raus. Heidi ist sowieso tot. Das steht so gut, ey. Sorry, didn't see you there, old man. Wenn sie nicht vorher weggesprengt wird. Schon wieder Prinzessin Sarah? Oh, sie kann sich retten, schön. Alter, aber wie viele Förster sind noch unten hier? Das ist doof. Soll ich da was reinschmeißen? Nein! Guck doch mal rechts! Ja, ich weiß, ich seh's. Stehen zwei Würmer drin, soll ich da was drin schmeißen? Nein, der lebt noch! Ja, dann schieß doch nochmal. Ja, da würde ich schon mal... Geh doch auf den Nippel! Ich bin doch da. Tschüss. Tschüss. Überall Wasser. Prinzessin Zara zeigt, wo es lang geht. Yes, sir. Zum Glück steht da nicht, zeigt, was sie hat. Weil sonst kann man das leicht falsch verstehen. No. Deswegen, sie hat nämlich nichts, was jetzt sie zeigen kommt könnte. Der Finger, oder was? Ja,
Ja, vielleicht ein bisschen zu viel. Und da flog die Prinzessin Sarah in den See. Da wurde die Sarah gefingert. Ihr seid so pervers. Er ist so vor Freude. Ein kleines 7-jähriges Mädchen macht dir sowas. Hm? Die kleine Prinzessin Sarah wurde gerade von den Stiplus, den längsten Fingern der Welt, gefingert und ist dabei feucht geworden. Ja, passt doch. Überhaupt nicht zwei oder drei, zwei Deutsche. Ja, drei Deutsche. Oh, Scheiße, Alter, wie geil, ey. Fünf Deutsche. Die kleine Prinzessin Zara wurde von Steve Wins. Oh, da muss gleich was runtergefallen. Der Welt, die Finger und wurde feucht dadurch. Oh, der Leifi fährt. Oh, das passt gerade sehr gut. Schmeiß den Wolf ins Wasser. Nee, warte. Ich möchte ein bisschen Spaß haben. Mit wem? Der feuchten Sarah? Nee. Ja. Ah! Ach Gott! Fucking! Ich glaube, du solltest mal zum Urologen gehen. Ich? Ja. Ich mir jetzt so ansehe, wie dein Fuß... Nein. Oder? Nein, doch. Oh, fuck. Natürlich macht er das. Ups. Und verkackt. Egal. Der T-Pferd ist in Sicherheit. Yes, sir. Oso kann jetzt nochmal einen oben draufsetzen. Das war Teamwork eigentlich. So, das ist doch fett, der da unten. Wenn der jetzt eine Herde gelegt, dann fliegen die beiden da auch weg. Ach so. Ne, der hatte doch seine Rinder. Rinderwaren. Ja, stimmt, die hatte er. Ich glaube, Förster und Schmackes haben noch was, ihre Waffe. Ne, die haben Flammenwerfer benutzt, glaube ich. So ist er doch noch da. Ja, ist er. Ich glaube, jetzt... Der ist doch noch. Ich glaube, jetzt hat keiner mehr seine Spezialwaffe. Nee. Wenn ich wenigstens jetzt Heidi wäre. Normal, ich war tot. Dann könnte der Wurf über der Alm hüpfen, ey. Ich bin irgendwie, ja, was meinst du, was der Großvater Heidi die ganze Zeit in... Meinst du, was Heidi und der Großvater die ganze Zeit in ihre einsame Hütte machen, den lieben Tag? Hüttenzauber. Klötenzauber vielmehr. Da wird gemolken. Oh. Hier ist doch eine Farm. Da kommt die Milch aus den Eutern, genau. Ach man. Das klingt so schweinisch. Ist aber, das kann auch nicht wahr sein jetzt. Der Forst trifft das Loch wieder. Jetzt nimmt er den anderen. Oh, der guten Choo-Choo-Backgrounds. Ui. Ist doch weg. Stiflos. Den krieg ich hin, aber den anderen krieg ich nicht hin, ey. Das ist doch voll Parche. Stiflos wird jetzt selbst feucht. Oh Gott. Oh Mann. Du kannst mich auch Wolf nennen. Das hab ich dir schon mal gesagt. Stiflos sind der Kleinprinzessin Sarah nachgesprungen. Da unten ist Perinee, wo du Brain, ey. Ich weiß, ich will eigentlich auf Sparks. Oh Gott, ja. Das geht. Ja, mach einfach. Ja, ich sehe schon eine Perinee absaufen, also. Jetzt kommt er ganz vorsichtig. Ja. Alle, manche haben voll wenig Energie, ey. No. Heidi hat nur noch eine, ey. Jetzt klar ich doch. Bentley. No. Schwein. Jetzt kriegst du direkt auch eine Kugel ins Gesicht, Heidi. Du Ratte. Du Ratte. Das war meins, da stand Heidi ganz groß drauf. Du nimmst das einfach, du Schlappi. Hello.
Und dann hat noch dieses Hello. Ey, wie das klang gerade, ey. Was hat er denn vor? Was hat er vor? Wusste gar nicht, dass Simon so sehr heilig steht. Ja. Das bringt's. Zweiten Beckum Teil, ja. Da kriegt er jetzt noch eins zur Strafe. Master Verzerrte! Warum hat Simon so viele Lebenspunkte? Nur wegen diesem einen Medipack? Yes, sir. Ja, das ist volle Power, hab ich die. Wenn man sich schon die Mühe macht, das zu holen. Okay. What the force, sag ich. Ja, man mal. Säuft sowieso andauernd ab. Ich würde das... Weißt du, ich hab Schmacki noch leben lassen. Weil ich der Gute bin, der M-Taler. Der 92er. Catch this. Jetzt reicht's. Ich dir mal einen Rettungsring. Rettungsring zu. Ja. Hamute, die gefällt. Papa's got a brand new bag. Was hat der Heddy vor? Das würde mich jetzt mal echt interessieren. Da hat der Heddy vor weniger. What the fuck? Ja, hab ich auch gerade gesehen. Gib mir das! Jawohl! Ich glaub es nicht! Ach du blöder Napfkuchen, ey! Was machst du denn dafür, Faxi? Mach den Schildlöse ja Platz! Ja, was hab ich denn noch hier? Baseballschläger vielleicht? Finde deine sieben Dragon Balls! Ups, jetzt in die andere Ecke rein, ey! Ich hab doch gesagt, Baseballschläger! Ja, egal. Aber lass unser Special noch mal so ein bisschen, oder? Du weißt ja, wie gut ich damit umgehen kann. Ja. Aber ich schwör's dir, wenn du es verbockst, dann... Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ja, danke für die Aussage. Ich glaube, ich muss das auch. Nee, ich benutze das mit dem T-Fair. Wen hat er jetzt weggeballert? Nicht. Ach so, dann ist es scheißegal. Du Arschloch, ey. Ja, ist mir doch egal. Bist du in meinem Team, nö. Wenn der Pussy dran wäre, dann könnte ich noch das abseilen, aber... Wolf, bitte. Rosario. Komm, Random Granate. Der muss weg da oben. Ja, nicht nur er. Ich hab da jetzt gerade eine andere Idee, aber... Ja, die ist Fette. Lass den doch da oben. Nein. Ich hatte aber... Tschüss. Haben wir noch ein Seil? So. Das ist nichts mehr. Ich glaube, wir saufen jetzt gleich ab. Bitte knall dich selbst ab. Tu uns den Gefallen. Könntest du jetzt mal ruhig sein, Wolf? Danke. Ja, ich will auch, dass du dich selber abknallst hier. Ja, Force... ernsthaft? Ja! Da war echt ein scheiß Niffel im Weg. Ja! Force? Danke. Was? Danke. Einfach danke, Force. Danke dafür, Force. Immer diese verfickten scheiß Nippel, ich hasse sowas. Ich habe mich immer bedankt. Ja, echt, man. Ich fand das auch sehr großzügig. Vom Förster. Die Frage ist nur, was mache ich jetzt? Na, dich doch selber ab. Geht der Sprung? Oh, okay, geht. WTF.
könnte. Wo ist es denn? Das ist doch ein Baseball, oder? Wir haben keinen Baseballschläger mehr? Ja, dann hau ihn halt, ey. Drachenball ist doch fast genauso. Ach, dreckig. Ja, langsamer. Du wirst jetzt schneller. Ach, dreckig. Ey, ein so ein Nippel da, ey. Ja, wenn der nicht wäre, dann gingen die beiden warm. Yes, sir. Oh, oh. Ja, Oso mal da in seinem Bunker da. Das ist nicht der Führerbunker, das ist der Oso-Bunker. Ja, ja, Osoma muss man jetzt ein bisschen klotzen, ey. Zwei von unseren haben schon noch so geballt. Natürlich. Okay. Okay. Sheila, mein Sohn ist auch weg. Hey, Luke. Ist er da? So, ab jetzt kann ich auch wieder reden. Weil du zwei mitgegessen hast, oder? Ja. Was Master of Herz Theater versenkt wurde. Der verwirrte Wolf. Das ist der Verirrte, nicht der Verwirrte. Ja, ist das Gleiche. Grundsätzlich hast du hier recht. Das eine kommt zum anderen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Weiß ihr schon. Erst ist der Wolf verwirrt und dann ist er verirrt. Und dann ist er am Ende. Oh, schade. Yes, sir. Lass doch mal T-Ferz dran sein. Knüppelforce. Jetzt hol ich den Prügel raus. Hätte ihn schon das. Come on. Oh, oh, oh. Jetzt kann er nie wieder ein Schimpf sehen. Wenn der Force einmal knüppelt. Yes, sir. Nur eine Wolf. Captain Atlantis und der Förster Feinde. Die zwei Besten. Er hat einfach keinen Respekt. Da wird gepferzt. Ja, wie der. Jalalalal. Da wird er der Uzi. Schon wieder Fossario? Ja, random hier. Ja, schon, aber der ist jetzt, glaube ich, dreimal hintereinander gekommen. Ja, der fällt gleich da runter, dann ist er nicht mal dran. Bitte schieß dich nochmal ab. Dann lach ich. Ganz bestimmt nicht. Er schießt jetzt Spyro in den Tod, ey, dann lache ich so, weißt du. Nee, ich glaube, er schießt fett der dann, ab. Ja, der fällt doch mit dann. Okay. Komm schon, ich brauche jetzt Poliana. Förster. Nein, ich brauche... So, der hat ja noch einen Schuss. Ohne dabei, ohne dabei auch nur einen meiner Teamkameraden. Poliana! Ach, dreckig. Ach, egal. Ja, hol dir das! Vor der andere sagt er. Ja, okay, nicht volle Pulle, 200 habe ich eingestellt. So, ich muss die beiden jetzt irgendwie loswerden. Ach, das sind zwei? Ich würde am liebsten nur Dynamit hinlegen. Ja, mach was du willst, wenn wir nur eins haben. Warum wir sogar nur eins? Ja, scheiß doch auf Poliana. Ja, was ist dein ist? Oh. Nicht zu mir. Die Links leben alle noch.
Das ist aber eigentlich eine gute Stelle da unten jetzt. Für Leckerchen. Ja, aber keiner von denen ist baden gegangen. Stimmt. Ja, Peter Pan geht jetzt auch baden. Peter Perine hier, ey. Peter Perine. Das sagt er wahrscheinlich. Oh, das ist aber nicht wahr, ey. Super. Der Osomakama. Alter, wie das kann das kann denn wirklich sein? Nicht sein. So, Schmacki. Fährt's den verirrten Wolf runter und fährt's den Fette runter. Junge, das kommt nicht mehr durch! Wenn die beiden jetzt auch noch leben, dann... Ach, schade. Wie war das eben? Wenn die beiden jetzt auch noch am Leben bleiben, dann auch. Dann, das ist dann mehr als nur Karma. Das muss jetzt... Ja. Holt er den T-Fetz da runter. Ach nee, das war seiner. Super, super T-Life. Siehst du nur bei Tuba? Da ging der erste flöten. Ah, es wird knifflig. Was ist denn knifflig hier? Es ist einfach. Dieser Hass auf die blauen Würmer, ey. Ja, okay. Die haben euch gar nicht getan. Fette. Tschüss. Fette. Oh! Elias. Elias ist auch nochmal dran, oh Mann. Er kommt auch nochmal aus der Höhle. Will ich das haben? Nee, lass es links liegen. Nicht. Man könnte es da unten bei Onkel Wolfsreis den Boden vernichten. Kann er nichts mehr. Der Heady Designkünstler wieder. Hm. Nein, ich ja nicht selbst ab. Oh. Das war besser als gedacht. Das war interessant. Scheiße. Nicht die guten Försers. Oh, ich, gut, der Osoma hat nichts. Oh, gesehen. Mann. Geht nicht, das ist aber... Ah, was war das jetzt? Das war eine Feinripse, Karma. Der Life Force ist gegen den Weekly Force. Jetzt haben wir uns offiziell... Ja! Jetzt kann der Life Force den Weekly Force offiziell versenken. Und tschüss. Das hört er also von seinen eigenen News. So. Jetzt hat er seinen eigenen News-Signal Anschluss gegeben. Huch. Das wird ja passen. Junge, hallo, das ist mein Träger, ja? Das gibt's erstmal zwei. Das hält er von seinem Förster-Feinripp. Ja, nicht der Feinripp! Ja! Das ist Skandal. Reicht's mir da? Na, was sagst du, Schmacki? Das war doch ein schöner Schachzug. Ja, guter Schuss. Ja, jetzt der Pan ins Recht. Oder sind sich beide gegenseitig den Arsch, ey? Jetzt reicht's mir aber. Ja, rüpp mal da irgendwo weg, ey. Das sind viel zu viele von uns. Ja, jetzt schmeißt er Granate hoch, ey, Junge. Junge! Nimmt er mir das Seil weg? Willst du es haben? Ach, scheißegal, mach irgendwas. Oder geh nach rechts da, spring nach rechts. Oder spring doch gleich ins Wasser, da habe ich noch bessere Karten für. Was hat er Karten für? Ja, Gratiskarten! Fürs gratis Ablaufen. Ja, die löst er auch immer schön fleißig ein. Ich glaube jetzt ist der. Ich glaube jetzt ist der Hauptförster weg. Das Brain. Schnell, irgendwas! Schubs ihn, box ihn, fährt's ihn. Wenn der nicht so ja. Schnell nach und tschüss. Danke, Wolf. Hallo, Soma. Weil du nämlich es nicht geschafft hast. Ja, gar nichts getan. Ja! Wenn jetzt nochmal Peter Pan dran ist, dann bist du tot. Wenn, ja. Falls er überhaupt da noch zum Zug kommt. Voll der Trump hier, ey. Wow. Yes, sir. Der war böse. Professor Trump. Der Professor mit den roten Haaren.
voller Friedhof da in dem Loch, ey. Du könntest den T-Pferd da unten runterknallen. Junge, wo ist denn T-Pferd? Ach nee, halt, nee, keine Idee, keine gute Idee. Welchen T-Pferd? Junge, habt ihr mal ein bisschen Respekt vor dem T-Pferd hier. Mach wie du denkst, Schmacki, mach wie du denkst. Puh, explodiert er einfach. Erdbeben. Du musst das Erdbeben zünden. Der Erdbeben wäre geil. Nicht der Rothaarige. Oh doch. Na warte. Captain Kokolores ist dran. Es gibt die Rache der Rothaarigen. Captain Kokolores, oder? Spaß, got a brand new bag. Was wir? Komm ich rein? Das ist ja lustig jetzt. Ich lass doch so mal ein kleines Präsent. Ein Präsent. What's this? Und. Dieser Lacker, Alter. Dieser Lacker. Dieser Lappen, nicht Lacker. Nicht Lappen, Lacker. Wie niemals überlebt er das noch? Ich glaube es nicht. Aber wie oft hier mit Rutschen gearbeitet wird. Heute in den Sessions, ey. Jetzt geht er erstmal. Oh nein. Aber es wird gerade echt ein interessantes Match wieder. Das gefällt mir sehr gut. Ja, das ist schön ausgeglichen, ey. Ja. Die Leute sind orientierungslos. Außer wenn ich gleich meinen Spaß hier loslasse. Der Randalierer. Nosch. Das Pendeln kann ich heute sowieso vergessen. Immer runter mit der Wolfies. Mit Vergnügen. Tschüss. Aber das sind leckere Kellogs. Die enthalten 30 Programme. 30 Gramm eine Portion enthält nichts. Das ist doch voll wertvoll. Das kannst du ja. Das braucht jeder. Voll die Pfeife, oder? Enthält nichts, kein Stress, kein Ärger. Jetzt kommt wieder die Förster-Präzision. Scheiße. Präzise daneben geschossen. Der Rothaarige. Der Masterferz hier. Meinst du, dass ich jetzt mal den Professor rechnen hier? Meinst du, ich kann reinhauen mit einem Uppercut ins Wasser? Ja. Versuch's. Mach doch. Uppercut. Der Wulle-Cut. Nee. Wow. Das hat's gemacht. Ja, ich hab mir da ein bisschen dickeren Fuß vorgestellt. Jetzt nicht der Weekly. Wir sind nicht bei Smash Brothers. Rothaarige Professor Arne. Und tschüss. Das war's mit den News, sie sind abgesetzt. Ja. Oh. Und wieder? Jetzt direkt der Professor. Das gibt's. Ich glaube, der Professor stellt dich auf Rothaarige. Auf die Rothaarige an. Wie alt ist die? Ja, auch so um die 7, 8. Weiß ich nicht. Was ist da nur los? Ist voll der Pedo-Professor. Muss ich mal kurz gucken, das kann ich mir erlauben, weil ich es ja nicht aufnehme. Du selbst, wenn ich es aufnehmen würde, könnte ich es mir erlauben. Was war jetzt hier? Das wird nichts, ist zu eng. Ein bisschen tiefer, dann geht's vielleicht. Hier wird nichts eingebaut, Schmacki. Das kenne ich alles. Dann auf Green Gable, ist okay. Ach, er schon wieder? Mhm. Die Captain. Ja, was soll ich machen hier? Ja, du hast sie da auch gemacht. Wenn du nicht mehr weißt, was du tun sollst, ist es nicht mein Problem.
spring runter. Ich versuch mal was, vielleicht treffe ich mich selber. Genau. Oh, wenn du den Wolf triffst, dann hat, dann ist der wohl diesmal endgültig tot. Oh! Was nein. Zur? Na, na, nein! Oh. Eieieiei. Das war interessant. Das mache ich nie. Was hat der vor? Okay. Mir steht das arme 11 Jahre, so. Mach jetzt rein. Das ist zu alt. Ja, das ist nur vom Roman. In der Serie ist sie, glaube ich, jünger. Nicht nein! Oh, das kann aber nicht wahr sein, scheiß Lacker. Danke, Uso. Uso ist noch der Gute. Moment. Das gibt es doch nicht, ey! Los, schieß auf die Heilpakete. Ja, als ob ich mit euch befeuert. Klar. Also 11 Jahre. 11 Jahre ist sie alt. Ja. Ganz kapiert. Wow. Sie ist minderjährig. Ja. Ist sie 11? Da standen mehrere Altersgruppen deswegen. Weil da stand auf 6 bis 8, aber das war von einem anderen Zeitraum her. Ja, klopp gegen eine Wand. Ja. Junge, nimm mal die Lötlampe, ey! Lass mal deine Wut freien Lauf. Was glaubst du, wie gern würde ich auch mal wäre mit so einem Baseballschläger mal niederknüppeln? Verdient hat das ja! So! Oh. Jetzt wird der Peter Pan erledigt. Quatsch, der Life Force erledigt. Der Hauptforce. Der Brain Force, jetzt. Das Brain? My brain. Ich sehe schon, ich habe schon wieder Angst hier gerade. Ja, mein Gang benutzt. Aber straight da umgehen, ey. Das fand ich jetzt lustig. Boah, Alter, das war... Oh. Da war ein Nahkampf gerade. Schmack, ich glaube, du kannst dich von Skullbomben verabschieden. Ja, es sieht so aus. Nicht töten. Ich will ihn töten. Boah, es kann aber nicht wahr sein. Dieser scheiß Körper jetzt immer noch. Hättest du auch die Granate nutzen sollen. Oh, geil, er lebt noch. Wenn du der Meinung sicher bist, immer Granate nutzen. Oh, Mann! Erledige jetzt nicht den Tiefherz da. Nein, mit dem will ich jetzt über dran kommen. Links sind immer rote, was ist denn hier kaputt? Ich will Spaß haben hier. Ich will Spaß! Schieß mal zusammen, Männer. Ja, wisst ihr, das ist ja das Problem, ihr greift immer die Blauen an, deswegen sind da so viele Rote oben. Ja, jetzt ist Peter Pan dran, wenn der mal hinkommt, dann zerstört er alles. Peter Perry, Junge! Watch this. Tschüss! Komm, flieg zum Professor hier, danke. Yo, die in hell. Ich merke gerade, warum ist der Rothaarige Anne eingesperrt? Was soll das? Weil sie zu sexy ist. Genau. Wie ist alles andere als sexy? Was weiß ich, was da los ist, ey. Selbst wo sie erwachsen ist, ist sie nicht so sexy. I don't know. But I know. Das war komisch. Warum legst du dein Ei runter? Ich wollte es weiterschmeißen. Yes, sir. Ich hab doof gemacht. Ich hab doof gemacht, sag. Und sie fehlen jetzt wie ein kleines Kind. Ja, das war ja auch nicht schlau. Oh. Jetzt hast du allein das Ziel auf jeden Fall gebracht. Jetzt verzieht er sich erstmal in seinen Oso-Bunker, ey. Er hat sie, glaube ich, auf den Brain Force abgesehen. Auf den Brain Bug, ey. Auf den Brain Buster. Oh nein, nicht gegen... Doch. Er hasst Unterhemden. Oh. Und tschüss. Das hat... Oh. Er wird niemals Unterhemden vermarkten. Und er hasst sich selbst.
Ja, er hat natürlich wieder Lachbeweise. I can't say I appreciate that, oh boy. Very good idea. Oh ja. Jetzt in der Höhle des Löwen hier. Oh. Ja, von der heilige Granate rein. Haben die doch gar nicht. Die hätten doch Flammenwerfer. Genau für solche Situationen hätte man halt eine Heilige gebrauchen müssen. Ich werde jetzt gleich den ganzen linken Block auslöschen. Ganz ehrlich. Dann lass das mal Peter Pan, der schmeißt da mal ein dickes. Na, der Peter ist alles tot. Du hast mein Seil weggenommen. Ja, ich hab dich gefragt. Tschüss. Adios. Doppellos. Das war gut, Foss. Danke. Dieser scheiß Force, ey. Der Brain Force. Tja, hol die Kiste. Hättest du mich besser erledigen sollen, dann hättest du jetzt nicht das Problem. Tja, hab ich ja versucht, du. Ich weiß. Aber es ist dir leider misslungen. Fehler. Scheiße. Geile Nummer. Haben wir nicht noch was Geiles oder so? Mein Leckerchen, das packst du dir an. Das will ich behalten. Ja, dann bastel mich auch mal mit zu da. Du Sack. Kommst du da hoch? Ja, ist scheiße. Ja, mach's mal einen Tacken noch nach links, den Balken so. Also nicht ganz so steil. Ja, so kannst du es bauen. Da kommst du auch noch da hoch. Moment, ich gehe da lieber noch nicht hoch, weil... Jetzt komme ich da rüber, aber du wolltest mich verarschen. Yes, sir. Lol. Geil, ich habe den Balken eigentlich umsonst hingesetzt. Moment, nee, habe ich nicht, für dich vielleicht. Au, oh, Kistenregen. Toll, das braucht der Force. Boah, das rote Lager da links, Alter, das gleich... Oh. Ey, ich werde das so ficken. Vergiss es halt. Goodies. Ob sich das gelohnt hat? Yes, sir. Jäger. So. Schmacki, ich würde dir vorschlagen, den Baseballschläger zu nutzen. Die Rothalke kommt da nicht mehr raus. Ich glaube, das könnte tatsächlich funktionieren. Der Förserplan. Das ist sowas wie der Marschauer Akt. Das geht, ich weiß nicht. Glaube ich nicht. Nee. Jetzt ist wenigstens da drüben. Jetzt haben die ganze linke Seite hier, ey. Professor Simon Miller, alias Zugplatz. Oh, ist doch nicht wahr. Hallo. Oh, ich glaube, das könnte gleich ein extrem werden. Moment, Teddy. Ich weiß schon, was du machen könntest. Ja. Ich weiß es nicht. Mach da oben die Kiste kaputt. Schieß mir einen Raketenwerfer oder so drauf. Come on. Die links oder was? Ja. Ja, dann behalte ich meinen Spaß noch. Ein voller Wucht. Teferz bringt den Tod, also hier. Yes, sir. Es wäre gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Boah, ich hätte so gerne noch ein Seil gehabt, ey. Ich hab dich gefragt, aber du sagst, nee, nimm ruhig. Ey, das glaub ich jetzt nicht. Ach, ja, soll er machen. Traitor. Was hat er gemacht? Er hat die Waage eingesetzt. Oh, Kellogg's Wolf, es hat voll viele Lebenspunkte. Lol. Oh
Ja, mach den da raus. Könntest du das bitte lassen? Bitte? Du sitzt zu hoch. Danke. Jetzt könntest du treffen. Bitte lass es nochmal. Okay. Und tschüss. Ui. Peter Pan ist geflogen. Mal wieder. Ja. Die Rothaarige. Ja, sei doch froh. Aber ich komme hier nicht raus. Umso besser. Alter, wild. Ey, Oso hat 718 Leben mit dem einen Wurm. Das merkst du jetzt, das wurde gerade eben schon gesagt. Ja. Der Forst schläft immer gerne mit offenen Augen. Ich hab das eben noch nicht gesehen, als Oso noch dran war. Vögel. Was? Wer vögelt wen? Ich hab gesagt, ihr Vögel. Ja. Wir sind Ornithologen. Naja, immerhin ist der Pfeil weg. Ja. Yes, sir. Jetzt geht alles.